Spaß. Was erwartest du vom Teppich, Barney? Spaß. Was wollen wir da? Ganz klar, hier war das ganze Wochenende über Teppichbahning. Das heißt, einige mehr oder weniger Verrückte haben sich Modellbahnen mitgebracht, hier aufgebaut, große Fabrik, große Halle und damit das ganze Wochenende gespielt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das so ausgesehen hat, als hier Teppichbahning gemacht wurde. Es ist jetzt Sonntagabend, die Besuchszeit ist vorbei. Das heißt, wir haben keine Besucher mehr in der Ausstellung, aber es wird jetzt noch ein bisschen Betrieb gemacht, so zum krönenden Abschluss, weil jetzt funktioniert ja endlich alles. Jetzt gehen wir da mal rein. Oh. Schon sind wir in der Halle. Wir sehen ziemlich große Halle, im Hintergrund ein bisschen Nebel. Wo der herkommt, sehen wir dann nachher noch. Und im Vordergrund gleich das Erste, um was es geht, die Modelleisenbahn. Wir haben das dieses Jahr so gemacht, dass es verschiedene Bahnhöfe gab und jeder Bahnhof war so ein bisschen nach demjenigen benannt, der ihn halt gebaut hat und dem das Material gehört. Und das hier ist Plärrenbruch. Plärrenbruch, wie man hier sieht, ein achtgleisiger Bahnhof, vier Gleise in jede Richtung und vom Betriebskonzept her ein nicht ganz unwichtiger Bahnhof, weil zur sogenannten Mehrsystemstrecke gehört. Man sieht, wie hinter diesem Viadukt sich die Strecke teilt in zwei Abschnitte. Das eine ist eine etwas verschlungene Schleife, die wieder auf das Viadukt zurückführt. Und das andere in der Mitte ist eine Zustrecke, die an einem der angeschlossenen Bahnhöfe führt. Dieser Bahnhof ist Hannesbrücken. Dieses ist kein Mehrsystembahnhof, sondern ein reiner Gleichstrombahnhof. Das heißt, dass das gesamte Material, was hier läuft, auch nur reines Gleichstrommaterial ist. Und hier haben wir den Hannes. Hannes, möchtest du für unsere kleine Dokumentation noch ein bisschen was über deinen Bahnhof erzählen? Sehr viel Arbeit, 2,5 Monate etwa. Und er ist immer noch nicht fertig. Aber er eignet sich prima, um Züge abzustellen. Und das genügt ja heute. Was war denn besonders schwierig? Die Weichen. Die sind immer schwierig, die legen nicht ganz an und dann fließt mal kein Strom und dann bleiben wir stehen da drauf. Wie bist du denn hier gefahren? Ist das rein digital oder digital und analog? Digital und analog. Hat es dir denn heute Spaß gemacht? Ja. Das ist doch toll. Super. Was der Hannes da erwähnt hat, ist hier die Mehrsystemstrecke, die eigentliche Hauptverbindungsstrecke des gesamten Zugnetzes, eine zweigleisige Strecke, die zwischen den Bahnhöfen Plärrenbruch auf der einen Seite und dem großen Bahnhof St. Petersburg auf der anderen Seite verläuft. St. Petersburg ist der größte Bahnhof hier gewesen heute. Man sieht hier im vorderen Bereich gibt es 9 Bahnsteiggleise und dann im hinteren Bereich nochmal weitere. Sind auch 9, also insgesamt 18 Gleise, auf denen man Züge abstellen kann. Dieser Bahnhof ist sozusagen das Kernstück der gesamten Anlage gewesen, weil hier halt auf der einen Seite die Mehrsystemstrecke aufläuft und auf der anderen Seite 2 weitere Strecken angeschlossen sind. Das sehen wir gleich. Ja, also dieser Bahnhof ist jetzt in erster Linie mal das Herzstück dieser Anlage. Was das Ganze nicht unbedingt leicht macht, weil wir zum einen hier die Mehrsystemstrecke speisen und zum anderen
dann Ethelstreifen integriert, noch Torfner Rollen und Johannesbad mit versorgen. Das Schwierige an dem Teil ist halt, dass man das alleine überhaupt nicht fahren kann, schon allein von dem Abstand der verschiedenen Bedienstationen. Ja. Außerdem, weil wir so viele Bahnhöfe speisen, klingelt rund um die Uhr das Telefon. Mit den restlichen Pulten hier habe ich eigentlich immer hier diese Dreiergruppen für jeden Abschnitt und kann dann hier schalten erstmal 3 Leiter, 2 Leiter, dann digital analog und dann hier welcher Trafo. Also das unten ist jetzt Wechselstromtrafo, das obere ist Gleichstromtrafo. Die Umpolgleise brauchen wir, weil wir haben ja quasi 2 Bahnhöfe, wo immer nur in eine Richtung gefahren wird. Und das verbinden wir jetzt quasi durch dieses eine Gleis. Sagt mir das nur? Okay. Ende. Wo steht das Gleis in Ika aus? Also er hat mir gerade gesagt, dass er dort drüben ins Übergabegleis zu uns die 78 Wechselstrom digital gefahren hat und wir die jetzt übernehmen können. Ja, aber im Moment nicht, im Moment fahre ich hier. Ja, wenn Rolf das daraus gefahren hat. Ah, warte mal, nee, ich habe Gleis 6 nicht Gleis 6 ist abgeschaltet. Nee. Das ist Gleis 5. Ich sag ja, ich krieg die Krätze hier. Das sieht man. Also, alleine ist das faktisch unmöglich. Wie man sieht, relativ viel Technik, relativ viel Aufwand hier, um halt den Bahnhof St. Petersburg steuern zu können. Es hat sich heute gezeigt, dass das nur mit einem überhaupt nicht möglich ist und selbst 2 oder 3 Leute sehr gut zu tun haben, um hier alle Zugbewegungen laufen zu lassen. Sicherlich wird man da das nächste Mal auch problemlos mit 4, 5 oder noch mehr Leuten fahren können. Hier lief die gesamte Kommunikation zusammen. Es gab sowohl die Möglichkeit, vermittelt miteinander zu kommunizieren, über so eine Art Feldtelefonanlage, die man hier hinter der Bierflasche sieht, als auch über eine Selbstwählverbindung, wobei die entsprechende Telefonzentrale weiter hinten gebildet ist. Wir sehen, dass hier die Gleise, die aus St. Petersburg rauslaufen, unter der Digitalzentrale durchlaufen und dann hier in eine Schleife münden, über die die Züge dann letztendlich wieder zu St. Petersburg zurückkommen, aber auch in 2 weitere angeschlossene Anlagen. Da ist zum einen die Anbindung an Torfmoorholm, den Bahnhof von Holger. Dieser Bahnhof ist 6-gleisig und der Holger hatte sich ja eigentlich toll was vorgenommen mit einer vollautomatischen Steuerung und einem Stellpult, wo man dann auf Tastendruck Fahrstraßen einlaufen lassen kann. Wie weit ist denn deine kleine Löterei? Frag mich in 2-3 Stunden nochmal. Hat er auch das ganze Wochenende dran rumgelötet, hat leider nicht so ganz funktioniert, sodass man dann schlussendlich doch auf eine etwas weniger technische Lösung umsteigen musste. Wir haben hier jetzt ein einfaches Stellpult, über das halt die entsprechenden Weichen und Stromkreise geschaltet werden können. Und das nächste Land, das wir uns angucken, nämlich zum Bahnhof Johannisthal. Johannisthal, von Johannes gebaut, ist ein reines Märklin-Digitalland. Johannisthal hat im Zentrum einen relativ großen Bahnhof mit mehreren Gleisen zum Abstellen von Zügen, eine Bahnhofsumfahrung und gegenüber des Bahnhofes eine eigene Kehrschleife, sodass es halt möglich ist, innerhalb des Landes auch autark zu fahren, ohne auf die große Strecke rauf zu müssen. Wie funktioniert das auch noch? Das ist ordentlich, komplett gesteuert mit Zentralstation. Aber wir können nur Wechselstrom digital fahren. Okay. Aber für das erste Teppichbahnen funktioniert das, glaube ich, ganz ordentlich, was wir hier brauchen. Ich habe 2 Wendekreise und einen wunderbaren, die legen mich auch ganz gut, genutzten Wendekreis über die Lego-Brücke.
auf dieser Seite von Johannisthal schließlich die letzte Wechselstelle zu einem anderen Land über ein Gleisdreieck und dann eine relativ lange eingleisige Verbindungsstrecke. Der ebenfalls sehr aufwendige Bahnhof Felixberg errichtet worden, der, wie der Name schon sagt, auf einem Berg liegt. Also ich habe ja hier einen Endbahnhof auf einem gewissen Podestniveau von 60 cm. Man kann diesen Zug oder diesen Bahnhof nur mit Zügen von Johannesbad da hinten erreichen. Wir haben eine kleine Ausweichstelle da drüben, wo man halt mal eine Begegnung stattfinden lassen kann. Die ist ungefähr 3 Meter lang. Leider wird das Ganze mit M-Gleis gebaut, aufgrund von C-Gleismangel und deswegen etwas betriebsintensiv, weil es immer wieder Ausfälle gibt und Störungen und so. Es gibt teilweise Züge, da muss man 6 oder 7 Mal hinterherrennen, um ihn dann wieder in Gang zu kriegen, wieder aufzugleisen. Aber viele, viele Züge fahren auch einfach so direkt durch, ohne irgendwelche Mucken zu machen. Du hast ja eine relativ lange Anschlussstrecke an deinen Bahnhof. Ja. Wie lang ist die? Das ist eine gute Frage. Ich habe das nur mal für einen etwas anderen Gleisplan ausgerechnet im Gleisplanprogramm. Das waren ungefähr 30, 40 Meter. Das Ganze halt, weil es eine Nebenstrecke ist, etwas in Kurven und ich einfach nur gerade wenig durch, um es etwas interessanter zu machen. Ja, deswegen das Telefon nicht zur Arbeit. Durch unsere Teppichbahninghalle, auf der hier das 10. Teppichbahning stattgefunden hat. Uns hat es allen viel Spaß gemacht und diese Aufzeichnung ist ja dann vielleicht auch später nochmal ein Anlass, sich das anzugucken und sich zu erinnern, wie es war. Soweit und tschüss. Worauf freust du dich denn beim Teppichbahning am meisten? Aufs Abbauen.